Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spukhaus oder Spooky Manor. Wir waren, was ist denn da immer wieder los? Moment. Okay. Ja. Ja, ich bin leider noch nicht weiter gekommen. Da ist mal wieder ein Teil. Ja, manchmal denke ich auch, die machen erst einen frei, wenn irgendein Teil nie gefunden wird. Und erst dann wird wieder irgendein freigelegt. Wäscheklammer. Schlüssel. Dann gehen wir in den Salon mal. Wo sind denn hier die Teile? Da habe ich ein Geist schon hervorgerufen. Ich möchte gerade überhaupt, wo was noch sein könnte. Ach, da ist mal wieder ein Teil. Ja, von der Uhr, da frage ich mich hier. Oder was da auch ist, Tresor oder nie, was da auch immer sein soll. Mm-hmm.
Hier, da ist eine Dartscheibe. Ja. Haben wir schon, nee, den Fall haben wir auch noch nicht. Und da ist auch ein Teil. Na, schauen wir hier mal wieder. Ja, von Schuh haben wir auch noch nichts bekommen. Sollte denn hier denn sein? Da war ja. Wo der schwarze Teil sein soll. Da war ich leider immer noch nicht. Ach ja. Noch da ist mal wieder was. Vor der Nase ist was. Hier im Bild war da auch doch mal was. Da habe ich das schon rausgeholt. Vielleicht. Ich mach mal einen Tipp. Ach Gott. So, die Wäscheklammer war. So, Balkon. Ja. Wo sind denn hier die ganzen Teile? Zweiteilig. Da war da auch noch ganz einfach. Wo war da denn da? Hier.
Hier oben. Nee, hä? Ich verstehe das hier nicht. Ich verstehe das nicht. Ach, Leute. Bin ich hier zu schlecht zum Suchen? Oder wäre ich denn hier auch einmal mit mir los? Hier nehme ich auch mal einen Tipp. Boah. Ist doch was. Ja, endlich mal was. Oh. Ja, da eine Teil, das ist auch irgendwie unster schwer. Was sind die denn? Oh, als ob ich weiß. Hier? Ach Gott, nehme ich hier auch mal an. Ach, hier beim Zeiger, ja, ist auch gut versteckt, dass man es auch nicht finden soll. Hier. Nichts. Da ist sie doch sowas. Nee, da. War da vorhin auch schon da? Vielleicht. Oh, da. Der Raum ist schon mal beschafft. Oh, zum Glück. 7, 8. Und ich hab 6 Hinweise nur noch. Nein. Den Reitheim Schuh. Wo könnte man am besten einen Schuh verstecken? Ah, hier ist ein Teil wieder. Nee, doch nicht. Ich mache hier auch mal einen Tipp. 6, 7. Einen muss ich noch irgendwie finden, dann kann ich hier. Ach, das ist so klein auch.
Schuh habe ich. Och, ja. Da dann im Schwarzen. So. Hier auch. Oh. Ja. Fangen wir einfach mal hier an. Und verliehen. Ah, hier oben kommt der hier hin. Ja, da hat was. So, Schrank. Der Schrank muss natürlich mit einem Schlüssel auch gemacht werden. Nee, doch nicht. Mit so einem Tresor? Nee, auch nicht. Na. Das ist einmal was. Marmorstatue. Der hat hier ja keine Nase. Ja. Jetzt siehst du mir ein bisschen freundlicher aus, wer du auch immer sein soll oder darstellen soll. Hier kommt man nicht weiter. Verschlossene Truhe. Der passt da doch rein. Ah, da ist ein Teil von Feuerzeug. Juhu! Und einen Schuh habe ich auch noch. Und hier so ein Pantoffelfell. So. Wäscheklammer. Braucht man auch immer deren. Ah, der Raum ist schon erkundet. So, dieser Raum. Notenständer. Noten habe ich natürlich. Eine Kerze habe ich auch zum Dienen. Und ein Pfeil für die Dartscheibe habe ich auch. Stromkabel. Hammer habe ich noch nicht. Ah, zum Spielen. Din, 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 din. Ein Autofahrer, ja. Ah, da ist für das Radio. Oh. Din. Din, 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 din. Was soll denn din heißen? Ach, dahinter, so dass man es auch sehr gut sehen kann. Ah, ja. Und ich klebe. Und das Feuerzeug. Ah, ein Teil der Geistermaschine startet der Funden. Wow! Hier, sowas. Knopf, oh. Das passt natürlich dahin. Und dann habe ich auch den Hammer. Juhu! Und Salon. Und was macht der Hammer? Der bricht die Wand ein. Juhu! Wow!
Wow. So, und da sind wir. Ein Fragezeichen. Ja. Wie weitergeht. Das erfährt ihr in der nächsten Folge von dem Spukhaus und noch viel Spaß.